Herr Professor Pfaff, wie lautet der Ansatz der Bestandserhebung zur Versorgungsforschung? Der Ansatz ging darum, herauszufinden, wie weit ist Versorgungsforschung in der Lehre verbreitet in Deutschland, und zwar Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen. Und das Ziel war einfach herauszufinden, gibt es Entwicklungsbedarf für die Zukunft? Was können wir der Politik und auch der Hochschulpolitik sagen in Bezug auf den weiteren Ausbau der Versorgungsforschung? Hintergrund ist, die Gesellschaft benötigt Versorgungsforschung. Das zeigt auch der Innovationsfonds, der sehr viel Geld auch in die Hand nimmt, um Versorgungsinnovation zu fördern. Das Ganze muss evaluiert werden. Wir benötigen dringend Nachwuchs, der diese Aufgabe übernehmen kann in Zukunft. Und dazu die notwendigen Infrastrukturgrundlagen zu legen, war unsere Absicht. Wie sehen die Ergebnisse konkret aus? Die Ergebnisse sehen so aus, dass man praktisch, sag mal, ein eigenständiges Fach, was sich nur um Versorgungsforschung kümmert, noch in weiter Ferne ist. Aber wir haben sehr viele Professuren jetzt im Bereich der UND-Fächer, ich nenne es mal so, also es ist Versorgungsforschung und Allgemeinmedizin, Medizinsoziologie und Versorgungsforschung. Also wir haben hier sehr viele Kombinationen, wo man ausgehend von einem Fach, das schon etabliert ist, zusätzlich Versorgungsforschung macht. Und das ist auch gut so. Und wir sehen auch, dass Versorgungsforschung an den Hochschulen auch schon gelehrt wird. In der Medizinerausbildung gibt es schon Ansatzpunkte, aber auch in anderen Ausbildungen für Gesundheitsprofessionen wird Versorgungsforschung schon gemacht. Wir sehen aber auch noch einen Bedarf darin, das zeigt die Bestandserhebung, in der Frage, sind Habilitationen in diesem Fach möglich? Da gibt es ein gemischtes Bild, auch bei den Promotionen in dem Fach gibt es ein gemischtes Bild, sodass wir da klare Möglichkeiten der Optimierung sehen. Wie sieht die Landschaft der Versorgungsforschung in 5 Jahren aus? Ja, wir hoffen, dass sie weiter gedeiht und dass es weitere Lehrstühle gibt und Zentren für Versorgungsforschung in Deutschland. Wir haben schon sehr gute Beispiele für das Ganze an einzelnen Standorten, und die Hoffnung ist, dass auch andere Standorte nachziehen, sodass wir mehrere Zentren haben in Deutschland, die Versorgungsforschung nicht bloß praktizieren, sondern auch lehren und damit ihren eigenen Nachwuchs heranziehen.